So, und herzlich willkommen zurück zu, was ist das hier? BMG. So, und zwar, als allererstes, wir müssen zur Gridmap und nicht hierhin. Oder besser gesagt, wir gehen einfach mal komplett ins Menü. Denn das Update, 06002707 ist raus seit gestern. Und ich sage euch einfach mal, was dazu kam. Und zwar einmal komplett, wie ihr seht, schon mal hier alles neu. Hier gibt es jetzt Credits, hier gibt es jetzt hier Mods, Help, Options, Exit und News, Play natürlich. Soll es auch anders sein. Und hier Garage. So, was ist die Garage? So, da kann man sich, wie ich es jetzt verstanden habe, eigene Setups hier zusammenstellen und die speichern lassen. Hier sowas. Und zwar einfach mit hier so und so, ne? Aber die haben auch noch was dazu geschrieben, und zwar wenn ich das finden würde. Also, die haben nur dazu geschrieben, dass es ein Preview von dem Garagen-Mode ist. Wo man hier auch License Plates aussuchen kann. Oh, hier, warte mal. Ah, hier. Das wird dann geladen. Und dann ist der hier drauf. Wie ihr seht, hier, so. Aber das war noch nicht alles. Und zwar gibt es einen neuen Wagen. Komplett. Und zwar den ETK E-Series. Der mich an einen alten Mercedes erinnert. Euch bestimmt auch. Hallo. Okay. Zum Beispiel kann man hier aussuchen Frontlip. Da sieht man hier die gerade ausgewählte Lippe. Kann dann hier zum Beispiel die Shin-Lip ranpacken, die genau gleich aussieht. Ja, okay, die ist ein bisschen größer. Und wie gesagt, hier kann man dann sehr viel machen. Leider gibt es doch keine Fahrer. Das ist so eine Sache, die, wo ich sagen muss, ja, schade. Enter Subpart Level, Enter Part Selection. Da, das hier rechts checke ich noch nicht so richtig. Aber wir gehen jetzt mal hier auch wieder raus. Denn das ist nur eine Preview und die kann uns noch nicht weiterhelfen. So. Dann eine neue Map gab es noch nicht. Aber es gibt viele neue Sachen und ich werde euch die jetzt einmal mal zeigen. Was ich irgendwie komisch finde, die haben hier zum Beispiel auch einen, der neue Wagen, ja, ne? Und die haben einen Add New Drivan Trailer Towable with a T-Series. So, Problem ist nur, ich gehe jetzt mal auf T-Series. Und such den. Warte mal. Ah, hier. Ah, weil den. Mir war das irgendwie komisch. Denn ich konnte den hier nirgendwo auswählen. Also muss man den wirklich spawnen und dann dran kuppeln. Ah! Oder? Können wir jetzt auch mal testen. Ne? Spawn New.
Leading Gear. So. Mal dran kuppeln. Oh Mann, oh. Hey, komm schon. Und jetzt? So, wenn ich jetzt dem hier das hier wegnehme, geht nicht. Warte mal. Das ist ein bisschen. Vielleicht geht es auch nur mit. Also auf dem Bild hat er das einfach dran gekuppelt. I don't get it. Wie hat er das gemacht? Nein. Ja, wollte ich gerade sagen. Wartet. Stopp. Ich warte. Ich mach noch mal. Remove current. Remove current. Spiel? Hallo, Spiel! Vehicle Control. Okay. Dann spawn ich mal einen größeren T-Series. Mal gucken, ob es dann klappt, weil in den Menüs kann ich das nicht auswählen. Wenn das überhaupt laden würde. So. Ich klicke zu viel, ne? So. Und zwar hier. Hallo? Ach komm, hier. Wie gesagt, ich kann das nicht auswählen. Und jetzt geht gar nichts mehr. Das ist toll. Komm schon! Okay. Jetzt klappt's. Ich verstehe das halt jetzt nicht ganz. Oh, ein Cargo Door, das ist das bestimmt nicht. Gibt es dafür irgendwie ein Menü? Na, na, na. Das Vehicle Damage Ding wurde verbessert. AI auch. Es gibt jetzt auch ein Replay-Menü. Was ich jetzt nicht austesten werde, weil keine Lust. So, aber wo, hä? Okay, es gibt hier also kein das sowas dafür. Jetzt checkt er gar nicht mehr, dass ich spielen möchte.
Ey, hallo, Spiel, mach nicht Dinge, die ich nicht möchte, Mann. Meine Fresse, so. So, da ist der Punkt, den muss ich jetzt ganz genau treffen. Aber das macht nichts. Das scheint dem. Nö, da passiert nichts. Also, ich habe keinen Plan. Scheint irgendwie nicht zu gehen. Müssten die dann nochmal erklären. Dann gibt es, wie gesagt, den neuen Wagen, den ich auch jetzt mal zeigen kann, weil ich jetzt nicht vorher den Covid angeklickt habe. Was? Ah, okay, gut. Komm hier. Aber die normale Version. Lol. Okay. Dann geht's los hier. Es. Okay, einmal durch den Looping. Mal gucken, ob er es schafft. Ich freue mich immer über neue Autos von den Entwicklern, weil die mega aussehen. Ups, da ist. Was passiert? Oh. Autsch. Crasht ganz. Boah, so wie die anderen Autos halt. Warte mal, kann der den abschleppen? Warte mal. Mit dem Dach. Der schleppt den jetzt mit dem Dach ab. Warte mal. So. Runter da. Oh, okay, klappt nicht. Schade. Wäre zu schön gewesen. Aber das war noch nicht alles. Es gibt ein neues Objekt. Und zwar den hier. Spawn New. Da werden wir mal mit dem neuen Wagen. Warum spawnt der jetzt in der Luft? Warte mal. Der sollte auch andersrum sein. Ein bisschen komisch gerade. Okay, bringe ich den Wagen mal ein bisschen weiter weg hier. Und lass den mal mit dem hier spawnen. Oder ich ersetze den Wagen einfach. Fast. Okay, ich habe da jetzt nicht gerade irgendwie den Plan. Dann wurde was an der H-Series gemacht.
Und zwar gibt es jetzt einen richtig geilen Ambulance-Wagen. Und zwar mit Tatütata da leider nicht, aber. Ups, wir haben unseren Patienten verloren. Alter, den Patienten würde so kotzen. Okay, mal offen lassen und gucken, wie lange der Patient braucht zum Flüchten. Wir haben den Patienten verloren. Holt ihn zurück. Oder überfahrt ihn. Der Wagen ist ziemlich. Die Version der H-Series ist ziemlich schnell, wie ich finde. Ist auch besser so, ist ja Ambulance. Und mal gucken, wie der sich im Looping macht. Mit offener Hecktür. So. Okay, er ist scheiße. Autsch. Ich glaube, das hat wehgetan. Ist aber auch nur so eine 5. So, dann. Wurde an dem. Wurde am Pessima was geändert. Und zwar etwas, was ich nicht verstehe, und etwas, was ich verstehe. Und zwar, es gibt eine White Body Edition. Und anscheinend wurde ein Skin an der Custom-Version dran gepackt, der nicht da ist. Und diese Felgen sind an dem dran. Hä? Da ist nix. Also, anscheinend habe ich nicht alles bekommen. So, da ist auf jeden Fall. Es gibt aber auch beim Sunburst jetzt eine White Body Edition vom Game aus. Die Dinger sind mega. Gar, sehen geil aus. Also wirklich. Hier. So. Und jetzt mal die Sunburst-Version. Sieht fast gleich aus, deswegen. Das ist auch das Einzige, was am. Ja, okay, die heißen Hill Climb, aber die nennt es hier White Body. Wo ich sagen muss, der sieht eher aus, als wäre er von der DTM geklaut. Anstatt von einem Hillclimb. So. I believe I can fly. Okay. Nein, du fliegst gegen die Kante. Und da fliegt uns der Spoiler weg. Oh, das ist toll. Kann der Spoiler fliegen? Ohne uns? Wo ist der Spoiler hin? Ah, da hinten ist er. Okay. Natürlich wurde auch was an anderen Wagen gemacht, wie zum Beispiel am Moonhawk ist jetzt das Lettering removable und Weak Dryshed und Race-Version, eine hauseigene. Der sieht übrigens ziemlich cool aus, wie ich finde, vor allem mit den Felgen. Autsch. Okay, da habe ich den Wagen schnell zu Schrott gefahren. Aber ihr seht schon, Roll Cage macht alles. So, dann wurde auch noch was am SBR vorgemacht. Und zwar Fixed ABS not working und added White Body Kit. Wo ich mich schon wieder frage, wo das hin ist. Denn. Ich sehe es hier nicht in der Liste. Und wenn ich versuche, das auszuwählen bei einer normalen Version, da können wir mal reingucken. Body. Stripped Unibody. Ist auch nicht die
Dann gibt es noch You Know Me, Judy. Warte mal, ist es das vielleicht? Vorher habe ich nämlich nicht so gesucht, sondern nur in der Liste. Vielleicht ist es das. Nope, ist es auch nicht. Oder kann ich jetzt. Warte, left. Nein, das war falsch. Hallo? Das Spiel ist irgendwie ein bisschen komisch geworden jetzt. Zumindest bei mir Left Fender. Das ist, glaube ich, der von. Das ist ein Mod. Ja, das ist ein Mod, denn auf dem Bild sieht das nicht so übertrieben. Obwohl doch, das könnte der sein. Ist das der? Mal gucken. Müsste halt noch hinten möglich sein, ne? Okay. Right Fender, Custom Right Fender. Ich denke aber nicht, dass es. Oder? Nein, es ist nicht der von Dings. Der von Dings hat mehr Schrauben. Rear Fenders. Ja, das sind nicht die von Dings. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Ich habe keine Ahnung. I don't got it. Ich esse. Lightbar with LED wird auch nichts bringen. Ja. Das ist ein bisschen doof. Muss man sagen. Aber probieren wir jetzt den neuen Wagen aus. Denn da gibt es auch noch eine Rallye-Version und die würde ich jetzt gerne mal testen. So. Was mir bei dem Wagen schon allgemein auffällt. Du gibst Gas, er geht nach unten. Du gibst. Also er geht ziemlich nach vorne und nach unten, wenn du Gas oder bremst. Also ziemlich für so einen Wagen. Aber das ist ja im Endeffekt auch egal. Hier, so sehen die auch bei den bei dem SBR4 aus, halt nur angepasst an SBR4, aber mit so vielen Schrauben. Ich weiß halt nicht, wo das hin ist. Ich habe das schon mehrmals installiert und deinstalliert. Es ist einfach nicht da. Und wenn, dann sollten die mal sagen, wo das, wie man das machen kann, wäre toll. Okay. Los geht's hier in den Dreck. Ziemlich wackelig, aber auf keinen Fall unstabil. Und vor allem, er kommt locker durch. Yeah. Wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwas kaputt gemacht. Ja, ich sehe es doch schon. Was ich auch an dem Wagen cool finde, er kann gut driften. Autsch. Und der Heckspoiler ist. Okay, Reifen, flieg einfach mal ins Nirvana. Jetzt mal gucken, wie lange er unter Wasser aushält. Nein, Spaß. So. Wow. So.
Hier kommt er auch übelst schnell durch. Muss man ja schon sagen. Obwohl er so einsinkt, kommt er hier übelst schnell durch. Das ist krass. Wir haben uns den Frontsplitter kaputt gemacht. Naja, jetzt ist es bei Unterbodenschutz da. So, und jetzt nochmal bei Sand testen. Da bleibt er hängen. Suspension Test. Wow, das geht ganz gut. Mal gucken, wie er sich bei einem Sprung schlägt. Weiche Landung. Auf jeden Fall. Okay, wie gesagt, das ist der neue Wagen, und ein paar andere Wagen und ein paar Fehler. Zumindest bei mir. Ich habe es auch schon mal versucht, komplett ohne Mods. Es ist trotzdem nichts da. Ja, das neue Update ist raus und ich würde dann mal sagen, viel Spaß mit dem neuen Update. Ich feiere es jetzt schon. Ich warte nur noch auf die ganzen geilen Mods jetzt für den hier. Warte ich beim Mirama auch noch. Da gibt es noch nicht so viele schöne Mods. Da würde ich sagen, es gibt noch komplett eine Riesenliste voll. Zum Beispiel für die 200 BX und ATK 800 und alles Mögliche. Es gibt auch noch ein paar neue Bindings, wurden auch noch gefixt und etc. Die Update-Liste ist schon wieder so groß, dass sie wahrscheinlich wieder nicht bei Steam reingepasst hat. Ja, und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Das war BeamNG Drive. Tschüss.